Stellplatz in Dresden. Wir sind unterwegs. Hallo zusammen. Wo stehen wir? Wo sind wir? In Berlin. Ich weiß es nicht. Wo sind wir? Wo steht die Frauenkirche? Hinter uns. Also vor uns steht die Frauenkirche. Also dann sind wir in Dresden. Hier sehen wir es. Da ist die Frauenkirche. Wohnmobil. Steht da, das hat meine Frau entdeckt. Die haben nämlich heute Hochzeitstag, steht hinten dran. Was machen wir heute Omnia? Wir melden uns heute mit Omnia. Neues kreiertes Omnia-Rezept für unsere Zuschauer, die uns geschrieben haben. Wir wollen Omnia-Rezepte. Omnia-Rezepte kriegt ihr jetzt heute. Bis gleich. Wir sehen uns. Die Mama bereitet vor. Was es gibt, wissen wir nicht, weil das ist Rezept-Eigenkreation. A la Mama. Also Rezept-Eigenkreation à la Mama. Wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, wir haben mit dabei Kartoffeln. Sieht ja jeder. Nee, das sieht nicht jeder. Jetzt sieht es jeder. So. Also wir schälen jetzt erstmal Kartoffeln. Wenn wir fertig sind, melden wir uns auf jeden Fall wieder. Bis gleich. Was machen wir heute, Anja? Du warst halt shoppen. Ja, ich war shoppen. Du warst shoppen. Was hast du geshoppt? Das hier. Das hast du geshoppt. Wir sind jetzt mitten in der Vorbereitung. Kräuter? Jetzt kommt rein Kräuter. Kräuter sind im... Kommen jetzt gar nicht rein. Tiefkühlfach? Ich bin noch nicht so weit. Die kann nicht hexen. So, jetzt zeigen wir mal die Zutaten. Wir haben jetzt Kartoffeln. Die sind jetzt gewaschen, da war Stärke dran. Jetzt sind die sauber, jetzt ist die Stärke weg. Jetzt haben wir gestärktes Wasser. Ich nehme jetzt hier Kokosöl. Kokosöl, das ist der Kokosölfett oder was ist das? Kokosöl gibt es im DM-Markt, das ist jetzt nicht DM. Das ist jetzt nicht. Müssen wir es wieder mit einblenden. Ah! Aber das ist lecker. Das habe ich jetzt im Kühlschrank gehabt, deswegen ist das so hart. Man kann das auch draußen lassen, aber wenn höhere Temperaturen im Wohnmobil sind, dann läuft das halt. Deswegen stelle ich das lieber im Kühlschrank. Aha. So, jetzt mache ich hier. Machst du das jetzt warm im Topf? Ganz oder? Schön. Ja, ein bisschen was erstmal rein. Mhm. So, jetzt machen wir das an. Also, wir haben hier diese geteilte Form, wie ihr seht, ne? Rot und grün. Und wir machen heute mit der geteilten Form. Jetzt gebe ich Salz dazu. Salz? Ja. Kommt jetzt hier in das Kokosöl, Pfeffer. Und Chiliflocken. Chiliflocken, oh. Chiliflocken sind extrem scharf bestimmt. Das ist schön scharf. Ja, das muss ja auch scharf werden. Du hast scharf und der Papa mag ja, scharf. Ja, weil das halt so richtig scharf ist. So richtig. Das lieben Männer zwar, aber nicht Frauen. So, und das Kokosfett, das wird jetzt richtig zerlaufen, ne? Mhm. Ich zeig's mal. Lecker. Oh, sieht schon lecker. Ach ja, das kommt über die Kartoffeln. Lass mich raten. Oh. Jetzt kommen wir die Kartoffeln rein. Kartoffeln kommen jetzt rein. Das Öl oben drüber. Oh, lecker, Mama. Mmh. Riecht schon schön nach Kokos, ne? Mmh. Ja. Ich beschreibe mal den Duft. Duft. Kartoffeln und Kokosöl. Sensationell. Kokosöl, ein bisschen Gewürze haben wir ja gesehen. Jetzt nehmen wir unseren goldenen Löffel. Für Rainer unseren goldenen Löffel. Und die kommen jetzt in die, das kommt jetzt in die Form. In die Form, genau. Also liebe Freunde, weil ihr, dass wir das sehen hier, da kann man das schön merken. Kartoffeln ist eine Pflanzenfrucht, kommt in die grüne Form.
Ich liebe, was die Mama kann machen. Ich weiß zwar nicht, was sie dazu macht, aber ich liebe. So, man kann jetzt hier Rosmarin noch drauf machen. Haben wir momentan nicht da, deswegen nehmen wir normale Kräuter. Rosmarin kann man drauf machen. Ja. Hm? Schneide ich die. Das Hähnchen, Hähnchenfilet sind das? Hähnchenfilet. Hm. Und die kommen dann gleich nochmal in das. Ach, hier rein. Schüssel, wo das Kokosöl drin war. Wo das Kokosöl drin war. Die werden die noch mal. Mhm. Wie viel Kilo haben wir hier? Kilo. 500 Gramm. So, und da kommt jetzt. Was machen wir hier für Gewürze ran? Hast Moment, du da? Moment. Ach, jetzt kommt das Spezialgewürz. Müssen wir es zeigen? Ja, den müssen wir wieder reinblenden, dass Werbung ist. Laura Suppe, das machen wir rein. Schlagsahne, das ist die Schlagsahne aus der Tasse, weil die ist dem Papa heute runtergefallen beim Einkaufen und da ist der Becher kaputt gegangen und da habe ich das in die Tasse gestellt. So, in diese Schlagsahne kommt jetzt rein, was? Das Gewürz. Zwei Teelöffel. Das muss dann jeder individuell abschmecken. Soll ich mal kosten? Pass mal. Schmeckt gut. Ist nicht so. Zu salzig. Pass auf. Super. Das Restliche in dem Kokosöl noch ein bisschen hier. Mhm. Du tust das praktisch jetzt im Kokosöl. Aha. Oh, und in Omnia. Also wir haben es jetzt nochmal im Kokosöl gewendet. Kein Gewürz dran, ne? Kein Gewürz dran. Mhm. Oh, der Rest halt von den Kartoffeln. Genau. Die rote Omnia-Form. Fürs Fleisch. Also so machen wir es. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Wir haben die geteilten Omnia-Formen. Ja, dann kommen die. Und dann kommt die Gewürzmischung drauf. Oh. Wollt ihr noch Käse oben drüber haben? Ja, bitte. Hm? Wir wollen noch Käse oben drüber haben. Wie besprochen, kommt jetzt Käse drauf. Was haben wir hier von Käse? Mozzarella-Käse und Parmesan. Parmesan-Käse ist natürlich total lecker, ne? Hinweis. Meine Frau kriegt die Tüte nicht auf. Lass dich helfen, Mama. So, das ist ja mal interessant, ne? Die Parmesan-Tüte. Wenn die jetzt aufgeht mit einem Schlag, ne? Der Parmesan-Käse ist fein gerieben. Man nimmt lieber die Schere, genau. Chantal mag Parmesan-Käse. Oh, Parmesan. Ja, hier kommt ein bisschen drauf, ne? Parmesan-Käse. Ist hier, Käse. Ah. Ah, und wie schmeckt Käse? Mmh, ist well auf. Schmeckt der feine Käse. Chantal, spielst du mit, Deckel? Okay. Chantal, Deckel. Hier ist der Deckel. So, jetzt kommt das Spannendste. Am Omnia. Hey Siri. Oh. Stelle den Timer auf 5 Minuten. Hallo. Also 5 Minuten auf voller Flamme erstmal. Okay, 5 Minuten. So, ihr habt es mitbekommen. Wir haben jetzt das Ding, den Omnia. Das Ding. Den Omnia draufgestellt, 5 Minuten volle Flamme. Nicht, dass Fragen kommen. Siri ist jemand anders. Das ist nicht unser Herd. Das ist auch nicht Omnia. Das ist auch nicht unser Wohnmobil. Das weiß nicht jeder. Siri ist unsere Uhr und die sagt uns, wenn die 5 Minuten volle Flamme um sind. Also wir haben jetzt eingestellt, 5 Minuten volle Flamme. Den Omnia. Wir haben Sound im Hintergrund. Also die 5 Minuten sind um. Und jetzt haben wir 30 Minuten auf kleine Flamme gestellt. 30 Minuten, ja, kleine so. Flamme. Sieht jetzt erstmal aus. Ja. Okay. So. Und das ganz in Ruhe. So, Lüfter wieder an. Müssen wir jetzt noch was machen? Müssen wir die Kartoffeln rühren? Nach einer Viertelstunde tun wir die Kartoffeln nochmal umrühren, dass die schön von allen Seiten ein bisschen knusprig sind. Oh, ist lecker. Da freue ich mich aufs Essen. Wir freuen uns. Bis gleich. Nach 30 Minuten nicht. Ja, 30 Minuten. 30 Minuten schon fertig. Also sind wir jetzt bei 35 Minuten. Sehr genial. Freunde, 35 Minuten das Essen. Super. Wir melden uns gleich, wenn es fertig ist. Das seht ihr. Wir warten aufs Essen. Wir warten aufs Essen, liebe Freunde. Es riecht schon total lecker. Wir haben noch kein Geruchsvideo. Aber das wird ja bestimmt bald werden. Und wir haben mal im Hintergrund die Frauenkirche, die Skyline von Dresden. Ich drehe mal ein bisschen. Da haben wir hier das Schloss Dresden, die Schlosskirche. Und den Stellplatz haben wir euch schon gesagt. Den werden wir auf jeden Fall hier nochmal mit verlinken. Da könnt ihr euch den nochmal mit anschauen. Jetzt drehen wir mal Richtung Küche. Wie schaut es denn aus hier? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Zeit ist noch nicht um.
Oh, ich habe meine Kartoffel rausgenommen. Aber lecker, Schatz. Also wir haben hier eine Eigenkreation Kartoffeln, geschwenkt in Kokosöl mit Sahne. War falsch. Okay, gut. Weiter nochmal von vorn. Also Kartoffeln in Kokosöl mit diversen Gewürzen. Kartoffeln in Kokosöl mit diversen Gewürzen und Hähnchen in Sahne und mit diesem schönen Gewürz. Mit diesem schönen Gewürz. Haben wir auch Knoblauch dran? Nein. Heute nicht. Heute nicht. Nein. Warum nicht? herrlich. Also, meine Frau will noch küssen. Aber was wir haben, ich geh mal raus. Und zwar die Schlosskirche, die Glocken läuten. Das klingt schon super fantastisch. Gewaltig. Im Hintergrund sehen wir uns stehen. Mit dem Wohnmobil, bevor es zum Essen geht. Wir stehen nicht alleine hier, wir haben hier noch einige stehen. Ein Wohnmobil, ein Campervan, noch ein Wohnmobil und ganz hier hinten sehen wir es, steht ein Anhänger. Also man kann auch mit dem Anhänger hier stehen. So, liebe Freunde, einen kleinen Zwischenbericht. Was haben wir? Das sind jetzt so 30 Minuten. Ich habe gerade mal die Kartoffeln getestet, sind aber noch nicht gut. Deswegen wird man noch mal 10 Minuten zugeben. Geben wir noch mal 10 Minuten zu? Das kommt immer drauf an, was man für Kartoffeln hat. Ja, auf kleiner Flamme, ne? Auf kleiner Flamme, ja. So, liebe Freunde, wir sind jetzt durch. Wir haben jetzt noch mal ein paar Minuten rangehängt. So schaut das jetzt aus. 45 Minuten. Insgesamt. Also wir haben hier die Kartoffeln in dem Kokosöl und hier haben wir das Hähnchen mit Käse überbacken. Den Duft kann ich euch nicht beschreiben. Auf jeden Fall sind die Kartoffeln total lecker mit dem Kokos. Ja, es ist schon lecker. Ist schon lecker, ne? So. Schön. Und für drei Personen ideal. Die Köchin speziell jetzt hier für unsere Zuschauer, die sehen wollen, unsere Omnia-Köchin wieder ein Rezept selbst gemacht. Wir haben jetzt, hast du überhaupt schon einen Namen für das Rezept? Nee. Wir lassen uns mal. Eigenkreation. Eigenkreation von Momo, Reisen, Viola und Uwe. Wir lassen es uns schmecken. Wir wünschen euch guten Appetit. Nee, uns einen guten Appetit. Und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, viel Spaß, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wir müssen uns nochmal melden. Wir haben jetzt hier den Omnia leer gemacht. Ihr seht's. Wir haben aber bewusst mal dunkel im Wohnmobil, weil wir euch was zeigen wollen. Und was wollen wir euch zeigen? Die Häuser. Die Frauenkirche, die Häuser. Also ich zeige mal. Das sieht richtig schön aus. Das sieht richtig, richtig schön aus. Also wir haben hier ganz, ganz rechts die Semperoper. Dann haben wir die Schlosskirche. Dann haben wir hier die Galerie. Dann haben wir hier ist die Frauenkirche. Die Frauenkirche haben wir hier. Und was ist das hier mit diesem goldenen, mit der goldenen Statue? Weiß ich nicht, ne? Da waren wir noch nicht drin.